Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Hausbau-Video. Heute zeige ich euch ein Ferienhaus in Zulani. Und ich habe schon Ewigkeiten vor, dieses Haus zu bauen. Im Prinzip schon seit wir die Möglichkeit haben, die Ferienhäuser nicht nur in Urlaubswelten, sondern auch in den normalen Welten zu bauen. Einfach weil ich finde, Zulani bietet sich halt wirklich gut an, um dort Urlaub zu machen mit seinen Sims. Und im Apartment Nummer 4 Let's Play haben wir das ja auch sozusagen schon gemacht, bevor das offiziell vom Spiel möglich war. Da haben wir die Sims einfach nur einziehen lassen für kurze Zeit in ein Haus in Zulani. Und ja, ich wollte aber unbedingt noch ein weiteres Ferienhaus haben. Ich denke, ich werde auch noch eins bauen zusätzlich zu hier dem, weil hier das ist jetzt ein Ferienhaus für wirklich viele Leute. Also wir haben hier 5 Doppelbetten. Hier könnten also theoretisch ohne Probleme 8 Sims unterkommen. Und ich wollte aber irgendwie auch noch ein Ferienhaus haben für vielleicht nur 2 Sims, halt irgendwie für sowas wie vielleicht die Flitterwochen oder so, dass man die hier auch verbringen kann. Also ja, aber hier, das fand ich auch schon ganz cool als Idee. Ich hatte euch auch gefragt, was ihr für heute sehen möchtet im Community-Tab, weil ich hatte ursprünglich ohnehin vor, hier das Haus zu bauen, also halt ein Ferienhaus in Zulani. Und dann war ich mir aber so ein bisschen unsicher, weil wir in der letzten Zeit so viel tropische Insel sehen hier auf dem Kanal, weil halt wir auch an den Amimi-Inseln bauen und ich halt auch im Moment wieder etwas häufiger Sims 3 Hausbau-Videos mache, was halt nur auf den Amimi-Inseln ist und halt nur tropische Insel ist. Und ich dachte so, okay, ich weiß nicht, vielleicht wollen die Leute im Moment auch irgendwie lieber mal so verschneites Mount Komorebi oder irgendwie Großstadt oder irgendwie sowas in die Richtung mal sehen, weil es irgendwie sonst nur noch tropische Insel gibt. Aber nein, ihr habt trotzdem für Zulani Ferienhaus gestimmt, also von daher konnte ich dann im Prinzip meinen ursprünglichen Plan hier ausführen. Und ja, wir haben hier trotzdem so ein bisschen so ein Hauptschlafzimmer. Also wir haben im Erdgeschoss die Küche, das Wohnzimmer, ein so kleines Badezimmer, also halt nur mit Toilette und Waschbecken, ein Schlafzimmer mit anschließendem Badezimmer. Und halt das Schlafzimmer ist schon so das Hauptschlafzimmer. Also würde man hier mit einer Familie hinfahren, würden dort wahrscheinlich die Eltern übernachten. Halt, die sind die einzigen, die ein Badezimmer nur für sich haben. Die haben auch im Prinzip so ein bisschen einen Balkon für sich. Und halt das Schlafzimmer ist halt am coolsten eigentlich. Und oben haben wir dann 2 Schlafzimmer, wo jeweils 2 Doppelbetten drin sind. Und die sehen halt schon viel mehr auch nach Hotelzimmern aus, finde ich. Oder halt nach Ferienwohnungenzimmern. Während das Schlafzimmer unten noch so ein bisschen mehr dekoriert ist. Also würde ich mal sagen, würden wir jetzt zum Beispiel mit der Familie Buchholz hier in Urlaub fahren, würde halt unten im Schlafzimmer Schneewittchen schlafen oder halt dann später Molly und hier oben dann die Kinder oder so. Und ich habe wie so häufig einige Objekte aus Dschungelabenteuer hier auch mitverwendet. Ich finde einfach, die lassen sich echt gut kombinieren vom Holzton her, aber auch vom Stil her. Und dann haben wir hier so einen Bereich, wo wir wie so eine überdachte Terrasse haben, die so einmal um ein Gebäudeteil drumherum geht. Und unten haben wir dann komplett offene Fenster und da ist dann die Küche drin und das Esszimmer. Und oben drüber haben wir dann ein Schlafzimmer, was dann halt auch einen super schönen Ausblick hat auf das Meer. Und hier haben wir jetzt den kleinen Balkon für das Schlafzimmer der Eltern oder halt das Hauptschlafzimmer, halt wenn man mit einfach einer Gruppe Sims hier hinfährt, wo keine Eltern sind, dann ist das Schlafzimmer offensichtlich nicht für die Eltern, sondern halt für irgendjemand anderen. Und ich habe mir halt so vorgestellt, dass das so ein traditionelles Strandhaus ist, was aber später nochmal renoviert und modernisiert wurde. Also wir haben zum Beispiel so diese traditionelle, oder was heißt traditionelle, aber halt so diese typische Dachtextur für Zulani und haben dann aber tatsächlich so Glasdachelemente so dazwischen. Also ist das halt wie so Inselstil in modernisiert teilweise, was ich hier ganz hübsch finde. Und vielleicht war das früher auch einfach ein normales Wohnhaus und wurde dann später zum Ferienhaus umgebaut oder so, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich habe es hier auch nicht ganz so bunt gemacht von außen wie sonst manchmal. Also normalerweise habe ich bisher bei den Zulani-Häusern, die ich gebaut habe, immer das bunte Holz verwendet, was man hier auch mal kurz gesehen hat. Und hier habe ich es mal eher in neutraleren Farben gewählt und habe dann diesen dunkelblauen Vulkanstein dazu platziert, der auch mit Inselleben kam, in Teilen vom Haus. Ich glaube, den habe ich vorher sonst noch nie verwendet. Und ich mag zwar auch so diese ganz, ganz bunten Häuser, die ich manchmal baue, aber ich finde dadurch, dass das Haus hier nicht so bunt ist, kommt irgendwie so die Farbe vom Wasser und von der Welt drumherum ein bisschen mehr zur Geltung. Und das fand ich halt auch ganz schön. Und hier arbeite ich gerade am, ja, wie sagt man es, am
Plan, wie die Räume gezogen werden sollen, am Grundriss so. Und hier bin ich gerade Küche und Esszimmer am Einrichten. Ich habe auch einen riesengroßen Teil rausgeschnitten, wo ich nur am Dach gearbeitet habe, von dem Teil, der über dem Schlafzimmer im Erdgeschoss ist, weil das irgendwie so eine schwierige Sache war. Also irgendwie war das von der Form her ganz komisch und das hat irgendwie ewig nicht funktioniert. Und dann habe ich nochmal ein paar Sachen verändert, um die Küche ein bisschen größer zu machen. Und ich habe irgendwie 4 oder 5 Mal die Treppen an eine andere Stelle gesetzt. Also hier das Haus war irgendwie so ein bisschen eine schwierige Geburt in manchen Teilen. Ich weiß auch nicht warum. Aber am Ende finde ich, funktioniert es ganz gut. Die Küche selbst ist gar nicht so furchtbar groß. Also es ist halt nicht super winzig, aber es ist halt schon wirklich eher so eine kleinere Küchenzeile. Aber ich denke, das ist halt gerade für Ferienwohnungen auch eher realistisch, dass man vielleicht manche Sachen halt kleiner und vielleicht weniger gut ausgestattet als zu Hause hat oder so. Und jetzt haben wir hier oben ein großes Badezimmer und halt so einen kleinen Flurbereich. Wir haben hier 2 komplett eingerichtete Badezimmer mit eben auch Badewanne und Dusche und unten ein kleineres Badezimmer nur mit Toilette, also im Prinzip 2,5 Badezimmer. Und halt, wenn man hier wirklich 8 Sims einziehen lassen würde, wäre das schon ein bisschen knapp. Da könnte man drüber nachdenken, zum Beispiel noch draußen so eine Outdoor-Dusche noch aufzustellen oder so. Wäre vielleicht eine Idee, könnte man machen. Und hier haben wir jetzt das Esszimmer. Und ich finde das so schön mit den Fenstern, die ja eigentlich kein Fensterglas wirklich da drin haben. Also einfach wirklich nur so Öffnungen sind in der Wand. Und wie das aufs Meer rausgeht. Und wir haben ja drumherum wie so diesen überdachten Terrassenbereich mit den ganzen Torbögen. Und da hänge ich jetzt noch so Kletterpflanzen aus Dschungelabenteuer auf. Und dann, wenn man unten ist, dann sieht man so ein bisschen diese Pflanzen, wie die so von oben runterhängen. Und das sieht irgendwie dann ganz schön aus. Das seht ihr später in den Screenshots. Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, das wäre hier sehr, sehr bequem, hier zu wohnen für eine Zeit. Ich habe im Moment nicht fest, also ich habe im Moment noch keinen Plan, mit welchen Sims ich mal hier hinkomme, aber vielleicht irgendwie ergibt sich das ja irgendwann mal. Und wir haben ja außerdem eine Eismaschine in der Küche, weil halt, wo würde es sich mehr lohnen, Eis zu essen als hier? Hier, also ich finde, das schreit schon wirklich so nach Ferien und irgendwie vielleicht Wassereis oder so. Und ja, das ist die Küche, das ist das Esszimmer. Hier haben wir jetzt das Wohnzimmer. Wir haben keinen Fernseher hier, weil einfach der Ausblick so schön ist. Wenn man nach draußen schaut, da braucht man eigentlich keinen Fernseher. Und ich meine, man würde ja nicht nach Sulani kommen in diese schöne Welt, um hier Fernsehen zu schauen. Also haben wir hier dann eher wirklich so eine kleine Sitzecke. Wir haben fast so ein bisschen wie einen Wintergarten hier, weil halt die eine Seite komplett verglast ist und da oben drüber auch das Dachfenster ist. Und keine Ahnung, hier könnte man sich vielleicht hinsetzen, wenn man draußen schwimmen war und in der Sonne war und sich da nochmal so ein bisschen ausruhen möchte. Und dann könnte man sich hier unterhalten oder man könnte was lesen oder man könnte am Tablet irgendwas malen oder man könnte was stricken. Das ginge auch. Oder man könnte sich einfach nur da hinsetzen und ein bisschen den Ausblick genießen. Das wäre vielleicht auch ganz nett. Und genau. Ich weiß gar nicht. Ah ja, jetzt kommen wir hier zum kleinen Badezimmer, wo wir eben nur Toilette und Waschbecken haben. Ich denke, wenn man hier wirklich mit einigen Sims hinfährt, wäre das hier auf jeden Fall notwendig. Wenn man halt hier nur mit 5 oder 6 Sims hinfährt, glaube ich, hätte man überhaupt kein Problem mit den Badezimmern. Aber halt bei 8, glaube ich, müsste man das schon so ein bisschen gut planen, dass das gut funktioniert. Und hier haben wir jetzt das Hauptschlafzimmer. Wir haben hier mal was anderes gemacht. Und zwar, ich setze ja manchmal Kamine ins Schlafzimmer, einfach weil ich finde, dass das sehr gemütlich aussieht. Ich fand aber in Sulani ergibt das nicht wirklich Sinn, weil das hier ja ohnehin sehr, sehr heiß wäre. Und dann habe ich statt einen Kamin hier mal einen Brunnen ins Zimmer platziert, also einen kleinen Brunnen. Und das finde ich halt eigentlich auch ganz nett. Da könnte man sich so da hinsetzen oder dann hätte man statt irgendwie gemütliches Kaminknistern, hätte man dann irgendwie entspannendes Wasserplätschern so zum Einschlafen. Das wäre doch auch irgendwie ganz cool. Und die haben jetzt hier ihr eigenes Badezimmer, auch mit einer Badewanne und einer Dusche. Und wir haben hier diese Fenster, wo man von außen nicht wirklich reinschauen kann, aber von draußen, von drinnen kann man nach draußen schauen. Und das ist also hier für ein Badezimmer schon mal ganz gut. Und das dann noch mit jede Menge Pflanzen. Und ja, hier hat man auf jeden Fall dann so ein bisschen Inselwellness in diesem Raum. Wobei ich mir vorstelle, dass man auf Sulani wahrscheinlich eher eine kühle Dusche nehmen würde, als irgendwie sich hier in ein warmes Bad zu legen. Keine Ahnung, ich denke mal, hier wäre wahrscheinlich auch die Luftfeuchtigkeit mega, mega hoch, von daher.
Wäre das vielleicht eher sowas so zum Abkühlen mal. Und hier haben wir jetzt die beiden Schlafzimmer. Ich habe in beide Schlafzimmer ein Doppelbett gestellt. Ich hatte erst eine Färbung von den Betten, die bunt war und halt jetzt nicht so weiß. Und ich fand, das sah dann aber irgendwie so ein bisschen komisch aus, weil halt die Muster sind ja schon ziemlich intensiv hier bei den Betten aus Inselleben. Und wenn man das gleiche Muster gewählt hat, sah das halt mega, mega viel aus. Und wenn man unterschiedliche Muster gewählt hat, sah es aber nicht mehr so nach Ferienwohnung aus, sondern eher so nach eben privatem Schlafzimmer. Und ich fand halt, das Weiß ist vielleicht ein bisschen schlichter und vielleicht nicht ganz so aufregend und nicht ganz so farbenfroh. Aber ich finde, es wirkt halt viel, viel mehr wie halt ein Hotel oder in eine Ferienwohnung. Und ich finde, es hat auch sowas, wo man reinkommt und denkt, irgendwie sieht alles so rein und sauber aus. Und das ist ja bei einer Ferienwohnung auch irgendwie so beruhigend und rückversichernd, wenn alles irgendwie so sehr, sehr weiß und irgendwie rein und irgendwie frisch gewaschen aussieht. Das ist ja dann auch vielleicht ganz angenehm. Und jetzt haben wir hier das obere Badezimmer, da haben wir auch Dusche und Badewanne und sogar ein Fenster, wo man dann so über das Dach und vom Dach aus übers Meer schauen kann. Und ja, dann haben wir hier noch so eine kleine. Heute habe ich es irgendwie mit Wörtern, wie heißt es? Schreibtischecke, so draußen im Flur. Ich habe im Flur auch so einen riesengroßen Schrank aus Zeit für Freunde platziert, einfach weil ich dachte, das wäre dann vielleicht ein Ort, wo man seinen Koffer oder so reinpacken kann, wenn man hier länger zu Besuch ist. Und dann haben wir hier bei dem. Wir haben wie so einen kleinen Balkonbereich bei diesem Hauptschlafzimmer. Da haben wir halt zwei Liegen und noch so dieses Planschbecken aus Jahreszeiten, falls man irgendwie nicht richtig im Meer schwimmen möchte, sondern nur so ganz faul im Wasser liegen möchte, während man aufs Meer guckt. Stelle ich mir ja irgendwie auch ganz cool vor. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen extra Terrassenbereich draußen über dem Meer. Da sind wir so ein bisschen tiefer vom Level her, also ein bisschen näher am Wasser, wo ich dann nochmal so eine Sitzecke und so eine Grillecke hingepackt habe. Und noch mal ein paar liegen. Also könnte man sich dann hier noch weiter entspannen, während man aufs Meer rausschaut. Und ja, weil ich denke halt auch, wenn man hier in Sulan in Urlaub wäre, wäre man ja auch nicht die komplette Zeit nur in der Ferienwohnung, sondern man würde ja auch dann hier so ein bisschen rumlaufen, sich die Inseln anschauen, irgendwie vielleicht auch die verschiedenen Nachbarschaften sich mal anschauen und so. Also ja. Braucht man ja vielleicht auch kein irgendwie Programm für 7 Tage nur in der Ferienwohnung alleine, sondern irgendwie man wäre ja dann auch woanders. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil und zwar die Palmen. Keine Ahnung, seit ich Inselleben nicht mehr als Let's Play spiele, irgendwie das vermisse ich am meisten, einfach Grundstücke voller Palmen zu packen, weil ich finde die Palmen in Sims 4, die mit Inselleben kamen, sind halt auch wirklich besonders cool. Also ich baue im Moment hier in Sims 3 viel mit Palmen und die mag ich auch sehr, aber halt die Inselleben-Palmen aus Sims 4 sind schon echt richtig, richtig cool gemacht. Und wie immer, ich finde irgendwie, das Grundstück sieht erst wirklich richtig gut aus, wenn die ganzen Pflanzen drumherum sind. das also genau wie in Sims 3 auch. Und ja, aber auch da sind wir jetzt hier gleich fertig. Es kommt noch so ein bisschen Geländebemalung hinzu. Also ich finde das immer ein bisschen schwer. Auf Sand möchte man ja nicht so wirklich richtig dunkle Erde unter die Pflanzen malen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber man möchte es ja auch nicht so komplett weiß darunter lassen. Von daher versuche ich immer so in der leichtesten Pinselstärke immer so ganz leicht irgendwie so ein bisschen eine Erdfärbung damit dabei zu bringen. Fast schon so, als wäre einfach nur der Sand ein bisschen feuchter da, wo die Pflanzen stehen, weil die einfach so ein bisschen die Feuchtigkeit auch im Boden halten oder so. Und oder halt auch Schatten spenden. Und ja, hier sind wir in den Screenshots. Das war das Haus von außen. Hier haben wir den Eingangsbereich mit der Treppe und hier haben wir noch so einen kleinen Flurraum mit einem Regal. Und hier sind wir im Wohnzimmer mit dem wunderschönen Blick nach draußen und hier hat man einfach nur eine süße Sitzecke und viele Blümchen. Das ist eigentlich schon das ganze Wohnzimmer. Und dann kommen wir von da aus in die Küche. Hier haben wir den wunderschönen Essbereich. Ich finde den so schön. Und wir haben ja auch diesen überdachten Terrassenbereich draußen, den ich auch richtig, richtig schön finde mit den ganzen Pflanzen. Und ich finde, es wirkt halt hier so schattig, aber gleichzeitig so sehr offen nach draußen, was wahrscheinlich super angenehm wäre hier in Sulani. Und hier kommen wir jetzt zum Schlafzimmer unten. Das ist auch nach einer Seite hin komplett zum Meer offen. Man kann vom Bett aus nach draußen auf die Inseln schauen, was super, super schön ist. Und dann haben wir hier so den Brunnen noch im Zimmer statt einem Kamin. Und hier ist das Schlafzimmer. Das Badezimmer, das Badezimmer zu diesem Schlafzimmer.
Und der Balkon zu diesem Schlafzimmer mit eben diesem kleinen Planschbecken aus Jahreszeiten und noch zwei Sonnenliegen mit einer Obstschüssel dazwischen, dass man da irgendwie noch entspannt seine Ananas essen kann, während man aufs Meer schaut, was ja auch echt cool wäre. Hier sind wir jetzt oben, hier haben wir die beiden Schlafzimmer, die jeweils zwei Doppelbetten haben und eine Kommode. Und ich glaube halt, hier wäre es auch ziemlich cool zu übernachten. Also ich glaube halt, das Schlafzimmer unten ist ein bisschen cooler, aber hier würde ich auch direkt mit einziehen. Also das wäre nicht das Problem. Hier haben wir noch ein Badezimmer oben. Und hier haben wir jetzt noch so ein bisschen Außenbereich. Also wir haben halt nochmal ein paar Sonnenliegen und noch so einen überdachten Essbereich. Also wo wir halt wie so ein paar Vorhänge dazu noch haben als Überdachung. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!